Erneut willkommen zurück zu Hyrule Warriors, meine lieben Freunde. Ihr seht schon, der Zähler in der Mitte ist schon auf 34 runtergegangen. Ich habe offscreen nochmal ein paar Itemkarten gefarmt. Ich habe jetzt dreimal einen Kompass und sogar dreimal eine Bombe. Zweimal ein Eispfeil, auch zweimal so eine Maske der Wahrheit. Eine Dekoschale habe ich auch wieder. Die brauche ich hier, glaube ich, sogar. Ja, bräuchte ich eigentlich hier. Andererseits, naja, da unten... Ja, doch. Die würde ich... Obwohl, naja, wenn ich in den rechten Bereich muss, das ist jetzt wieder so eine Frage, ob ich die hier verwenden soll. Obwohl, wenn ich die Schlacht, dann müsste ich die ja nochmal extra machen. Aber die muss ich so und so ein zweites Mal machen. Ach, wurscht, ich werde die jetzt einfach mal hier verwenden. So, Dekoschale lässt sich aus Blumen springen. So, eine neue Karte am Schnitt wurde freigeschaltet. Genau. So, und jetzt logischerweise hier noch eine Bombe benutzen. Und eine neue Belohnung wurde freigeschalten. Das wäre nämlich schon wieder ein Herz für Girahim. Aber ich will nicht schon wieder mit Girahim was machen. Das habe ich zuletzt schon und da habe ich auch so lange gebrochen. Und nee. Besiege das Riesenmonster im Schneetal. Empfohlen Finsternis. Begrenzt ist es aber auf niemanden. Und da es mir in erster Linie darum geht, einfach das zu schaffen, seht jetzt, mein lieber Link ist schon auf Stufe 170. Und ich werde damit dem jetzt einfach durchrushen. Es ist zwar empfohlen Finsternis, aber man hat ja in der Vorschau auch gesehen, dass man hier scheinbar schon wieder Xantor als Gegner hat. Und Finsternis gegen Finsternis ist ja nicht so effektiv. Also werde ich doch das meiste hier wirklich auf der Abenteuerkarte mit Link machen. Ich weiß nicht, ob ich mal wieder ein anderes Kostüm anziehe. Normales Heldengewand. Was ist mit nochmal Twilight Princess Link vielleicht? Der passt da gut in den Schattenpalast rein. Das Ganze natürlich wieder mit dem Master Sword und dann legen wir los. Kämpft mit all eurer Kraft, sei keine falsche Zurückhaltung. So, eine große Armee rückt gegen dein Hauptquartier vor. Ja, sollen sie doch. Neue Mission, besiege alle feindlichen Hauptleute. Die große Armee wurde durch Magie gestärkt. Ja, der Feind kann durch besiegende Magiesoldaten geschwächt werden. Hier ist ja, glaube ich, auch gerade einer drin. Ja, genau hier. Vorsicht. Wieder so ein blöder... Gipto, der Giftatem gemacht hat. Das ist ein Schimmelatem. Der müsste so übel stinken. So, Feuerfalls wurde erfolgreich abgelenkt und der Magiesoldat wurde auch schon besiegt. Besiege die versprengten feindlichen Einheiten. Und ich darf nicht vergessen, hier kann auch wieder eine goldene Skulptur erscheinen. Fragt sich nur wo. Etwa hier könnte theoretisch ein möglicher Ort sein oder vielleicht auch bei der Quelle der Göttin. Das ist auch ein möglicher Ort. Muss man da alles in Betracht ziehen. Ihr seid nur lästige Insekten, ich werde euch zerquetschen. Der Aerofalls und der Feuer-Aerofalls wurden gesichtet. Der Aerofalls und der Feuer-Aerofalls stärken sich gegenseitig. Na gut, das ist jetzt nichts Neues, das kenne ich schon von früheren Schlachten. So, hier. Was? Besiege den Aerofalls und den Feuer-Aerofalls. So, wo wollen die denn alle hin? Bleibt doch mal hier. So, Spezialangriff. Der Aerofalls rückt gegen Link vor, das soll er doch machen. Zack. Link hat den Nordpalast erobert, aber das kommt aber auch wieder sehr spät, die Meldung. Herr Link hat die Festung eingenommen. Ja, ich habe gleich beide besiegt von diesen dämlichen Aerofalls. So, hier kommt da noch irgendwer angeschissen, nämlich du. Ah, so, der Feuerfalls wurde gestärkt, der Aerofalls wurde geschwächt. Na, Stufe 170, ich bin sogar schon fast Stufe 171. Auch so geil. Aerofalls besiegt. So, wer ist hier vorne? Ach du. Herr Link hat den Feind besiegt. Aber sowas von. Zack. Ich kann niemand stoppen, denn ich bin nicht zu toppen. Das ist auch so eine geile Luftkombo. So, stirb. Und Aerofalls besiegt. Hier ist ja noch irgendwo jemand. Ah, hier ist jetzt der Feuer-Aerofalls. Besiegt jetzt den Feuer-Aerofalls. Na dann komm her. Dich mache ich doch alle. Und Level Up, Stufe 171 schon. So, Feuer-Aerofalls wittert gefahren, bleibt im gestärkten Zustand, soll er doch. Ich mache ihn trotzdem tot. Der Ostpalast-Eingang droht zu fallen? Nein, das ist aber nicht so schön. Und der Feuer-Aerofalls wurde besiegt. Das ist wiederum sehr schön. Na, dann zwei Waffentaschen. Link hat schon 500 Feinde besiegt. Ui, da drüben ist aber schon höchste Gefahr. Das war wunderbar, Link.
Oder nee, warte mal, wo ist denn das jetzt, wo ich hier gerade gucke? Hier ist nämlich noch so ein roter Punkt auf der Karte. Wer ist denn das? So, jetzt ist der Ostpalast-Eingang gefallen. Welcher Trottel ist hier noch? Achso, hier. Noch ein Feuerfalls. Und tot. So, jetzt aber mal ganz schnell hier rüber. Und take this! Ja, warum soll ich das irgendwie mit jemandem machen, der jetzt Element Finsternis hat, wenn man eh Xanto als Gegner hat? So, totaler Schwachsinn. So, Special Move! Und Link ist halt einfach am stärksten! Es geht mir ja in erster Linie darum, dass ich die Schlachten einfach mal so mit Arang schaffe. Ganz gleich, ob ich jetzt dafür eine Belohnung bekomme oder nicht. Wenn es nur Herzteil oder Herzcontainer sind, ist mir das im Moment wirklich egal. Das ist zweitrangig. Am wichtigsten ist es, dass ich die vier Giganten als Itemkarten bekomme. Hin und wieder, wenn es geht, auch Kostüme. Aber in erster Linie sind die am wichtigsten. So, Stoß und Bord, man verrecke. Special Move. Riesenwirbel-Attacke. Yeah. So, und es nähert sich irgendein fieser Typ unserem Hauptgebiet. So, Powerbombe. Fräst mal hier. Schön explosiv. Kann man nochmal richtig schön viele K.O.s machen. Ah, Powerbomberang gibt es auch noch. Ein Sturmbumerang. So, hier für dich. Was? Verpiss dich doch mal! Zack! Oh yeah! Im Moment läuft's ganz gut, aber jetzt ist dieser Trottel schon bei uns im Hawkins hier drin. So, ich eile! Ich eile! Ist ja eh gleich hier nebenan, zum Glück nicht weit weg. Was macht ihr denn hier drinnen? Ihr seid doch alle scheiße. Raus hier, das ist mein Hauptquartier. Vor allem gleich zwei Feuer-Aerofuls sind hier drin. Natürlich, ich glaube, es hakt. So, Zelda, tu doch auch mal was. Verteidige dich. Ganz schön fies. Und Skulptur wurde schon gesichtet. Oh je. Oh je, Mini. Das ist jetzt aber auch blöd. Die ist, glaube ich, wirklich bei der Quelle der Göttin. Ich habe jetzt schon 1000 K.O.s, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ja, diese Kraft, Link, du bist ein wahrer Held. Ja, ein wahrer Held, der jetzt das Hauptquartier im Stich lässt, nur um eine goldene Skulptur zu bekommen. Hoffentlich erreiche ich die überhaupt noch. Schnell! Schneller, schneller. Wo ist die Skulpti? Wo ist die? Skulptur? Da! Und zack, erwischt. So, Bildfragment ist mir sicher und gleich wieder zurück zum Hauptquartier. Oje, da oben in Gefahr, in Bedrängnis, geflohen. Ich sag, das geht immer so schnell. In Bedrängnis, in Gefahr, geflohen. So, da oben ist jetzt nochmal richtig schön die Kacke am Dampfen. Das Hauptquartier droht zu fallen. Deine Mutter droht zu fallen. Hey, sie belagen das Hauptquartier, man muss es verteidigen. Zelda? Du vielleicht? Du bist da drin? Die macht aber überhaupt nichts, diese dumme Kuh. Hey, das Hauptquartier wird angegriffen, aber ich stehe einfach nur blöd in der Gegend rum. Ja, toll. Dann fällt natürlich das Hauptquartier, du dummes Stück. So, hier. Raus jetzt! Sicht und Schwachpunktangriff. Take this! So, der eine ist schon mal tot, der andere hoffentlich auch gleich. Watz, 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 watz. So, geile Luftkombo hier. Na, geht doch endlich mal sterben. Genau so. Na, dann hatte ich wenigstens ein gutes Gefühl dabei, dass die goldene Skulptur bei der Quelle der Göttin erscheint. Die Niederlage des Feuererfolgs hat den Magiesoldaten zum Rückzug veranlasst. Was für ein Trottel. Zack. Und der ist jetzt auch tot. Feuererfolgs wurde besiegt. So, Mission erfolgreich. Sehr gut. Alle fälligen Hauptleute wurden besiegt. So, das Hauptquartier noch ein bisschen von Gegner sollen. So, die Niederlage des Feuererfolgs hat den Magiesoldaten zum Rückzug veranlasst. Umso besser. Und jetzt nur noch mehr Besieger, den fälligen Feldmarschall. Und au, Schlüssel finden. Okay, der ist da unten. Da, wo es kurz geblinkt hat, da ist der Schlüssel, der große Key. Und Schaden habe ich gerade mal... Ich habe gerade mal nur 600 Schaden genommen, voll wenig. Okay, gut, das Hauptquartier müsste jetzt sicher sein. Wenn da kein ganz großer, gefährlicher, gestärkter Typ reinmarschiert, dann wird da nichts passieren. So, kann man doch den Ostpalast-Eingang nochmal öffnen. Öffnen, sage ich schon, ich meine erobern. Dass hier keine neuen Gegner nachkommen. Genauso wenig wie hier unten. Ja, die kommen hier schon wieder alle angeschissen, wollen in mein Hauptquartier rein. Groß Party machen, aber das können sie vergessen, so stirb. Was macht ihr denn hier? Weg mit euch! Und zack!
Hey, geil, nochmal so eine große Magieflasche, brauche ich doch eigentlich gar nicht mal. So, du stirbst auch, du blöder Vorpostentrottel. Okay, also das war jetzt genau gegenüber unten, hier so. Oh je, da oben, Moment mal, da kommt ja schon wieder was Richtung Hauptquartier angelatscht. Das müsste ich noch wegmachen. Das gefällt mir jetzt nämlich gerade gar nicht. So, 1500 groß, also von den K.O.s habe ich schon längst den Argen sicher, aber von der Zeit her sollte ich natürlich nicht trödeln. Ja, das war wunderbar, Link. So, aber was macht ihr denn hier alle? Mensch, ihr Schwabbelbabbels. Warte, nochmal so ein scheiß Aerofalls. Stirb. Das ist auch noch einer. Die sind echt ganz schön hartnäckig. So, Aerofalls besiegt. Was? Raus aus unserem Hauptquartier. Wie oft soll ich es eigentlich noch sagen? Ihr seid hier nicht erwünscht. So. Das sollte jetzt mal genügen. Und gut, hier draußen sind ja auch nicht so viele von diesen Bockblends. Was? Sind ganz schön viele. Aber wenigstens niemand davon, der irgendwie gestärkt wäre. So, komm, das schaffen die jetzt aber wirklich alleine. Das müssen die jetzt alleine schaffen. So, weg mit euch. Zeitlich. Ah, 9 Minuten gerade mal rum. Xanto ist ja auch ganz schnell down. Gut, und sonst gibt es ja auch hier keine anderen Schätze oder so. Ja, ich sage, mit Link ist einfach am besten. Warum hier ausgerechnet Element Finsternis empfohlen soll, verstehe ich nicht. Damit macht man es ja eigentlich nur schwieriger. Weil Xanto ja selber Finsternis ist. Und Licht macht ihn wesentlich schneller down. So. Hauptplatz schnell erobern, dass ich den großen Schlüssel bekomme. So, stirb. So, und jetzt bekommt Xanto aufs Maul. Aber so richtig. So, Tür auf. Hallöchen, Xanto. Weil ich darf ja nicht vergessen, es kommt ja auch hier wieder ein Riesenmonster. Es kann ja auch hier wieder ein Riesenmonster dann erscheinen. Das heißt, da sollte ich auch drauf aufpassen, jetzt nicht zu viel bei Xanto zu verschwenden bezüglich Magie oder Spezialangriff oder sowas. Jetzt hebe ich mir alles für das Riesenmonster auf. Wer weiß, welches es sein wird. Das habe ich jetzt gar nicht so erkennen können. Es könnte wieder Koma sein, oder? Habe jetzt gar nicht so drauf aufgepasst, normalerweise sieht man das ja immer. In der Vorschau, also wenn man die Schlacht, bevor man die noch beginnt auf der Abenteuerkarte, sieht man ja immer die 8-Bit-Varianten der ganzen Gegner und so. Und da hat man Xanto schon gesehen, über den Riesenmonster habe ich nicht aufgepasst, was das war. Aber ist egal, so, Xanto ist gleich hin, ihr seht, wie schnell ich den Down mache. Der hat überhaupt keine Chance, so, zack, warz. Und sagt Tschüss, Xanto. So, fährliches Hauptquartier erobert. Ich habe einen raffinierten Plan. Soll ich ihn mit diesen erbärmlichen Kreaturen teilen? Na, wenn du unbedingt musst. So, auch oh, Agorok war das ja genau. Agorok, wie konnte ich den nur vergessen? Der passt hier sowieso am besten hin. Alter, natürlich voll weit da oben beschworen. Voll fies. Riesige Agorok. Das kann ich von der Zeit her, glaube ich, immer noch schaffen. Ja, es ist zwar nicht mal mehr 5 Minuten. Oh mein Gott, der Motivator wurde gesichtet. Der Motivator, dieser Arsch. Der Motivator hat die Truppen von Xanto angespornt. Das werde ich verhindern. Du scheiß Motivator, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Zack. So, wenn der Motivator hin ist, dann war es das auch schon. Mit der Motivation, die ist jetzt schon wieder dahin. So, das haben wir auch noch erobert. Motivator wurde besiegt. Der Motivator wurde besiegt. Zumal der Turm von Xanto sinkt. So, und jetzt eben noch ganz schnell Agorok platt machen. Kann ich immer noch schaffen, kein Problem. Den werde ich ja hoffentlich ganz schnell besiegen. Und ich bin Stufe 171, ey. Und habe das wahre Masterschwert dabei. So, da kommt er schon. Da ist auch schon. Oh, Vorsicht. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Riesenmonster allgemein hier ein bisschen mehr aushalten. Also wenn man nicht gerade so überstark ist wie Link, dann halten die ein bisschen viel aus bezüglich Schwachpunktangriffe und so. Seht ihr hier? Zack, und der hat
nicht gerade ganz so viel verloren. So, Achtung. Magieattacke. Und was? Du bleibst mal schön hier unten. Und gleich nochmal eine reinhauen. Das ist halt die beste Kombo von Link, hier so sich raufzuwirbeln. Hier so zack und nochmal. Was? Und Agrox sagt Tschüss. Das war's für dich. Und damit habe ich gewonnen. Ganz souverän. Ist unerfolgreich. Es kann keine Zweifel geben. Wir haben gesiegt. Und logischerweise natürlich Rang A. Was denn noch sonst? Und endlich meine allererste Coronenhaut-Item-Karte. Das hat doch ganz schön lange gedauert. So, ne, Schwerter des Bösen, alles voll die schlechten Belohnungen irgendwie als Waffen. Naja. So, eine Feuerschwinge, ein Aerofuss-Schild, Zantas magisches Sabil habe ich eh schon voll oft, ein Agrox Glut und der Rest ist halt Bronze. Und ein weiteres Bildfragment, genau. Ah, okay. Du hast die Item-Karte Coronenhaut erhalten. Tja, und die Schlacht muss ich halt noch einmal machen, wenn ich die zweite goldene Skulptur haben möchte. So, und was gäbe es hier? Ein Kostüm für jemanden. Okay, der Felsen soll es sein. Na dann bitte, bombenlos. Neue Belohnung freigeschalten, und zwar ist das... Ach ja, genau, hier gibt es ein Kostüm für die kleine Midna. Also das würde, glaube ich, dann diese Ordensschild als Massenkostüm für sie sein. Was müssen wir noch machen? Schlacht der Trolle sind Truppenstufe 1 begrenzt auf Link und Midna. Und ihr habt ja auch geschrieben, ich habe das schon wieder vergessen. Das ist ja ganz eigenartig. Wenn man Kostüme freischalten möchte, kann man das sogar mit jedem x-beliebigen Charakter machen. Das heißt, das könnte ich sogar mit Link machen, ich bekäme trotzdem Midnas Kostüm, weil das nämlich nur eine Rang-C-Belohnung ist. Anders natürlich bei den Schätzen, die sind logischerweise immer auf den jeweiligen Charakter gebunden, dass die erscheinen. Also Herzels kann wirklich nur Midna die Truhe erscheinen lassen. Und ich glaube, die Rang-A-Waffen kann aber auch nur der jeweilige Charakter bekommen, beziehungsweise ist man meistens immer auf den jeweiligen begrenzt. So, mir geht es jetzt aber nicht um Midnas Kostüm, mir geht es darum, hier unten endlich mal die allererste Itemkarte der vier Giganten zu bekommen. Problem war ja hier immer was? Genau, keine feine Sicht, besuche sie, und jetzt kann ich aber auf den Suchbildschirm. Und hier steht ja, betätige mit der Coronenhaut große Schalter. Das sieht für mich zwar mehr nach einem Baumstumpf aus, soll aber wirklich ein Schalter sein, das Achtung. Es sind Feinde erschienen. Jawohl. Und jetzt kann ich das hier endlich machen. Allerdings bin ich hier auf Ruto begrenzt. Sie kann sogar einen Herzcontainer bekommen mit Rang A. Und ansonsten halt noch ein Herzteil finden. Und eine goldene Skulptur gibt sie auch wieder. So eine ganze Menge. Besiege das Riesenmonster im Sumpf. Okay, hier kann man ja sehen, meine Gegner sind also Volga, Darunia und Sheik. Und eben Goma wird dann als Riesenmonster erscheinen. Begrenzt auf Ruto. Alles klar, dann werde ich das einfach mal machen. Und auch wenn es irgendwie ziemlich blöd aussieht, aber damit ihr das gleich mal zu sehen bekommt, wir haben ja schon bei ihr die Zora-Schuppen, sie ist die einzige, die bisher hier ihr Maskenkostüm bekommen hat. Das ist die normale Standard-Ruto mit den Zora-Schuppen im Gesicht. Sieht etwas eigenartig aus, aber naja, meinetwegen benutze ich das mal so. Und um auf Nummer sicher zu gehen, werde ich mir wieder, ich habe wieder über 2,2 Millionen Rubine, so geil, ich werde mir mal wieder einen Item-Stärkungstrank zubereiten. Also, bitte danke. Der bringt's einfach voll, weil so stark bin ich mit Route ja leider nicht, nur Stufe 75 ist doch etwas wenig. Hoffentlich schaffe ich den Rang A, aber die Item-Karte mit dem 4 Giganten bekomme ich ja so oder so mit Rang C auch noch. Also, das Ganze natürlich mit den Wasserdrachenschuppen mit 5 Sternen und los geht's! Wir müssen ihren Angriff zurückdrängen. Na, dann werde ich das gleich mal tun. Und zwar hier drin. So, fress Powerbomben, ihr Trottelgoron. Die Truppen von der Rune rücken Richtung Hauptquartier vor. Was machen sie da sowieso? Und oh, einige der Boten wollen in deine Festung Verstärkung rufen. Das heißt, ich darf wieder Boten eskortieren. Ja, Soldaten Arrows vorwärts. Neue Mission, eskortiere die Boten zu ihrem Ziel. Ich glaube, das wird ein leichter Sieg. Na, nimm mal über den Mund nicht zu voll, Darunia. Das wird dir noch leid tun. Wird es uns echt noch leid tun. Und oh mein Gott, hier ist Volga gerade angeschissen gekommen.
schreiten wir mit Vorsicht voran. Irgendwie hat Stinker zu sagen. Oh, das Huhn wurde in Zeit von Link. War auch nicht schlecht. Das Huhn bittet die anderen Hühner um Hilfe. So, dann muss ich echt mal ein bisschen von draußen hier so ein paar Powerbomben reinwerfen, dass mal die kleinen Goron weg sind. Festungskommandant noch killen. So, weitere Hühner wurden gesichtet. Sehr brav. Siege weitere Feinde mit mehr Hühner, die ich unterstütze. So, Volga sollte ich gleich mal besiegen, weil der würde meinen Boden ja ganz schön verprügeln. Ja, diese Festung ist unser. Ja, ich weiß. Das hast du gut erkannt. So, ist ja noch so ein blöder Goron-Hauptmann, die sollte man lieber auch nicht unterschätzen. So, mächtige feindliche Truppen wurden entsendet. Oder schnell die Festungen. Ja, ja, natürlich. Sonst noch Wünsche. So, zack. Zack. So, komm, Special Move. Zeit zum Abmarsch, sprach der Fettarsch. Ja, Fischer mache ich wohl aber nicht, obwohl ich Element Wasser bin. Ja, ich glaube, ich bin einfach zu schwach für das Ganze. Wenn man hier nicht mindestens auch Stufe 150 ist, glaube ich, hat man nicht so gute Karten. Deswegen verlasse ich mich halt mehr auf den Itemstärkungstrank. So, immer wie gesagt, schießen, ausweichen, dann kann man immer schön nacheinander fetzen und der kann überhaupt nichts machen. Was, der Bote ist schon in Bedrängnis? Scheiße. Naja, aber solange er nur in Bedrängnis ist, ich muss halt aufpassen. Sie drängen uns zurück! So, und Schwachbundangriff! Jetzt stirbt doch endlich mal Volga, verpiss dich. Ja, gleich ist er weg. Gleich habe ich ihn. Mach das eigentlich auch kurz, tipp ja, boom, gleich! Oh mein Gott, jetzt kommt doch nur so ein overpowerter Typ. So ein stark overpowerter... Goron-Hauptmann. So, Volga ist hin, Leute. Haha, Magie ist voll. Sehr gut, Ruta hat Volga besiegt. Weil es ist einfach drauf hat. So, und jetzt erstmal ganz schnell Richtung Hauptquartier, beziehungsweise Richtung... Ich schon wissen. So, was macht ihr denn alle hier drin? Ihr seid doch alle scheiße. Raus mit euch aus unserem Hauptquartier. Ja, aufgeben ist keine Schande. Nur wenige können eine Zauberinsessen standhalten. Ja, das sehe ich auch so. Trotzdem will ich mal hier die ganzen Goron vertreiben. Und große Preisfrage, wo wird hier die goldene Skulptur auftauchen? Hier kann ja auch wieder eine vorkommen. Fragt sich halt nur, wo genau. Jetzt erstmal hier noch diese ganzen... Oh, 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 oh. Ich habe genug für heute. So, jetzt ganz schnell zu meinem Boten. Der ist gerade in Gefahr, den muss ich retten. Ja, siehst du, was passiert, wenn man mir im Weg ist? Oh, hier. Na klar, der wird ja auch von Sheik angegriffen, mein armer Bruder, aber ich habe ihn gerade gerettet. Ich will ein Gegner sein. Ja, und dann komm doch her. Ich habe keine Angst vor dir. Ja, ich kenne dein Lied, das ist böse vertreibt. Soll ich jetzt spülen? Naja, wenn du dann einfach gehst, mach doch einfach. Ich werde sicher nicht verschwinden, wenn dann gehst du. So, weitere Hühner wurden gesichtet. Was ist da bloß? Der andere Bote da ist trotzdem in Gefahr. Wieso? Muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Sorry. Da darf ich keinen Mist bauen, ja? Also wenn nur einer von den Boten flieht, habe ich ja schon verkackt. Hey! Was soll denn das? Ihr seid doch alle scheiße. Verpisst euch jetzt mal. Er hat den Boden gerettet. Ja, das war dieser übermächtige Goron-Hauptmann. Der hat ihn hier so bedrängt. Arschloch, du Blödes. So, danke für die Hilfe. Ja, aber es kostet extra. So, stirb, friss Lichtpfeile, du Penner. Und er ist weg. Ja, ich werde die Wurzel dieses Unglücks ausreißen. Na, dann fang doch gleich mal bei dir an. Keine Angst, ich lass dich nicht im Stich. Ja, versteckt sich Feigen in seinem Hauptquartier. Da brauche ich sogar noch eine Fee des Feuers. So, mächtige feindliche Truppen wurden schon wieder gesichtet. Ja, und kommen schon wieder Richtung Hauptquartier angeschissen. Und zwar von hier unten. Ja, Zeit zum Abmarsch, sprach der Fettarsch. Und schon war er verschwunden. So, hier stoßt du Mobmänner. Weitere der Boten wurden gesichtet, also meine Boten. Zack, so... Gucken wieder Richtung Festung vor. Oh je, schon wieder hier so ein... Warum sind hier immer so scheiß starke Goronen-Hauptleute, ey? So voll fies. Und hör auf zu blocken. Vorsicht. Zack. Ey, ich dachte... Hey, ich hab den seinen Schwachmund seinen Schwachmund habe ich zerstört und... Trotzdem konnte ich keinen Schwachmund angriff machen. Voll dumm. So, der Bote hat das Ziel erreicht und ruft Verstärkung. So, der Bote hat das Schlachtfeld verlassen. Aber hier kommen noch mehr Trottel an. Alter, was wollen die denn alle? Ihr seid doch alle scheiße im Kopf.
So, hier, fress Bomben, ihr Vollidioten. Was soll denn das? Ich glaube, ich spinne. Hilfe, Starlink! So, Harry Hopman hat die Truppen von der Rune abgefangen. Na, sehr gut. Manchmal sind sie ja doch zu was nütze. Soldaten Iris, vorwärts! So, die Truppen von der Rune haben Verstärkung gegen den Boden erhalten. Fiesmann! Das ist aber obergemein. So, Verstärkung rückt gegen den Boden vorne. Gegen wen denn sonst? Die Einheit des Kronhoppens wurde zerschlagen. Haha, so, und diese Einheit am besten auch noch gleich dazu. So, tschüss. Aber was machen die denn alle hier? Weitere Hühner wurden wieder gesichtet. Umso besser. Hier sind einfach zu viele Kronen. Die kommen alle ins Hauptquartier rein. Das ist nicht gut. Ja, oje, jetzt auch noch der Magus und der Dunkelexerfuß wurden gesichtet. Sag mal, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Es wird ja immer schlimmer hier. Der Dunkelexerfuß rückt gegen Ruto vor. Das gefällt mir aber gar nicht. So, ich muss immer noch schauen, dass der eine Bote hier durchkommt, weil der wird immer noch von Sheik angegriffen. Hier ist immer noch Sheik. Und einige andere Scheißgoronen. So, jetzt kommt doch mal her hier. Special Move. Whirlpool. Was soll denn der Blödsinn? Bam. So, wieder wurden weitere Hühner gesichtet. Ich habe immer Angst, dass mich diese Goronen irgendwie doch, wenn ich unabsichtlich nicht aufpasse, dass die mich dann treffen. So. Hühner rücken Richtung der Truppe von der Runia vor. Ja, Hühner können viel bewirken. Das sollte man nicht unterschätzen. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. So, alles so viele blöde Scheiß-Goronen-Hort-Leute, die hier noch sind. Geht doch mal alle sterben. Die können nämlich auch meinen Boten auf die Fresse hauen. Das ist nicht schön. So, Stoßtruppenhauptmänner kommen hier angeschissen. Natürlich. Lieber mit ihren Sonderwünschen, ne? Aber wo Sonderwünsche? Nicht, dass noch ein Sondereinheit-Anführer noch erscheint, aber ich glaube, der wird hier hoffentlich nicht auch noch vorkommen. Oh mein Gott, da ist der Dunkelhexer-Volks! Hilfe! Hilfe! Da muss ich ja den Magus besiegen, dass der verschwindet. Wo ist denn der überhaupt? Moment, kurz. Schlachtfeld. Wo ist denn der? Dunkelhexer-Volks... Ach, der ist da oben! Na, das ist aber ganz schön weit weg jetzt gerade. Da oben ist der drin. Der Magus, wenn ich den besiege, verschwindet der Dunkelhexer-Volks. Wenn ich den nämlich so besiege... Das kennen wir ja. Dann kommt er einfach immer wieder. Der Boot ist schon wieder in Gefahr. Mann, lass doch mal meinen Booten in Ruhe. Hilfe! So, bitteschön. Jetzt stell euch vor, ich bekomme für jedes Mal, wenn ich jemanden in Not rette, irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Rubiner, wäre ich jetzt schon reich. Ja, danke für die Hilfe, ja. Das wird ja, wow, alles von deinem Sold abgezogen. Und nochmal. Whirlpool. Oh je, jetzt kommen aber gleich die 1000 Ghosts zusammen. Wo wird die Skutula auftauchen? Wo taucht die auf? Da hinten. Oh weh. Oh je, Mini. Okay, ich glaube, das ist sicher wieder bei dem einen Zipfel auf der Karte da. Das kann ich mir gut vorstellen. Da muss ich jetzt aber rasend schnell hin. Ja, ich bin wirklich überrascht von dir. Ich von mir auch. Das ist ja da oben so blöd auch zu erreichen. Das geht nur von hier. Gut, hier ist der Magus, um den kümmere ich mich gleich. Ja, ist das ein Hinterhalt oder was stand da jetzt gerade? Oder? Ach, keine Ahnung. Und ich hatte recht, hier ist die Skulti. So, schnell rauf. Und habe ich dich. Bildfragment erhalten. So, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Der Boot hat den Kronhauptmann besiegt. Sehr brav. Ja, ich habe genug für heute. Feigling. So, jetzt muss ich erstmal hier den Magus killen, dass nämlich der Dunkelhexer-Volks nicht mehr stört. Wenn der Magus weg ist, kann der nicht wieder zurückkommen. So, watz, watz, watz und watz. So, Magus wurde besiegt. Jetzt muss schnell die Kristallhülle erobern, wenn ich schon dabei bin. Vielleicht kriege ich hier noch ein Herz. Ich muss ja immer noch ein Herz irgendwo finden können. So, der Dunkelhexer-Volks ist nach der Niederlage des Magus verschwunden. Haha. Kristallhülle erobert, ist leider nichts aufgetaucht. Was soll's. Ich mache diese Fesseln zu einer Zorro-Fesseln. Wie lange habe ich jetzt für das alles schon gebraucht? Ui, schon 9 Minuten. Scheiße. Das dauert ja auch voll lange hier gerade. Tunnelplatz. Ja, das dauert alles viel zu lange. Es kommt ja da noch ein Riesenmonster. Ey, das schaffe ich ja nie im Leben mit Rang A, Leute. Aber Hauptsache, ich bekomme mal... Ihr wisst schon. Hauptsache, ich bekomme die Itemkarte. Da ist ja immer noch so viel los. Mann, Sheik, warum stirbst du nicht endlich mal? Ich verstehe es nicht. Die hält mir auch zu viel aus.
Ja, man, ich komme einfach nicht so wirklich dazu, die anderen jetzt mal zu leveln. Deswegen ist da die arme Route halt bei mir noch auf Stufe 75. Was soll ich machen? Mit Rubinen aufleveln ist immer noch sau teuer und wird teurer, je höher man die leveln möchte. Jetzt geht er dann schon oft in den 100.000 oder gar Millionenbereich, weil man wirklich viele Level-Ups bezahlen möchte. Und so, für Ruto gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit, super gut zu leveln, auch nicht mit so einem EP-Trank. Da hat sie ja noch nicht die passenden Gegner dazu. Ja, ich hab genug für heute, wir geben dann auch nicht so viel Erfahrungspunkte. So, Shiget, jetzt stirb endlich mal, stirb, stirb, bitte, stirb und stirb und stirb. So, zack, watz, 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 so komm. Gleich habe ich sie. Und ja, Ruto hat Shiget-Besiegner, endlich mal. So, hier brauche ich unbedingt aber noch die für das Feuer. Ist das Schicksal auf ihrer Seite? In der Tat, das ist es. Wie es das ist. Ja, aufgeben ist keine Schande. Ja, wenn hier einer aufgibt, dann hoffentlich Daruni und nicht ich. Weil der wird ja dann auch nochmal Goma beschwören. Der fiese Sack. So, der Bote hat das hinreichend Ruf verstärkt. Na, endlich mal. Bote hat das Schlachtfeld verlassen. So. Der andere Bote hat auch sein Ziel erreicht und ruft auch Verstärkung. Und ich habe die Fee des Feuers gerettet. So, bin ich jetzt endlich mal fertig? Kann ich zum feindlichen Hauptquartier? Darf ich da jetzt endlich mal rein? Weitere Boten würde ich nämlich nicht mehr sehen, auch für den Kampf. So, Truppen von Ingam nochmal Verstärkung erhalten. Also ich glaube, das müsste jetzt reichen, ne? Auch für den Kampf. So, na, komm schon. Mach die Tür auf, bitte. Nochmal verstärken. Ja, ich weiß, dass ich nochmal Verstärkung habe. So, komm. Das Tor muss sich endlich mal öffnen. Bitte. Du musst an dich glauben, Link. Du hast es schon so weit geschafft. Warum ausgerechnet Link? Ich bin doch hier. Ja, Mission erfolgreich. So, jetzt mach die scheiß Tür auf. Wie lange? Oh, nein, ich glaube nicht, dass ich das noch schaffen werde. So, jetzt könnte der Boden erfolgreich. So, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Schnell, Tür auf. Ja, vieles Feuer wurde befreit. So, komm, los. Tür auf. Was? Verschlossen? Mach auf! Ja! Ey, ihr wollt mich doch alle verarschen. Jetzt muss ich noch so einen Chess-Schlüssel finden, ihr Motherfucker. Ja, ne, Leute, das kann ich nicht mehr schaffen mit Rang A. Da brauche ich wieder zu lange. Aber das konnte ich doch nicht wissen, dass ich hier noch so einen verschissenen Schlüssel brauche. Ey, das ist so dumm. Warum ausgerechnet? Also, das machen wir doch absichtlich. Leute, das kann ich nicht mehr schaffen. Hauptsache, ich bekomme die Itemkarte ja trotzdem noch alle. Alter, ist das scheiße! Warum brauche ich jetzt noch so einen verfickten Schlüssel? Ich dachte, es reicht, wenn ich die Boten eskutiere. Nö, finde den Schlüssel. Fick dich. Was soll das denn? Das ist mal richtig bescheuert. Das kann ich mit bis hier runter und dann nochmal alles. Nö, sorry. Das kann ich nicht mehr schaffen. Das ist ja schon zwei Dinge und dann noch da rüber ein bisschen. Und noch ein Riesenmonster. Ich glaube, es hakt. Der hat aber auch ins Hirn geschießen. Ist doch viel zu schwer. Das kann man nicht schaffen. Braucht man noch viel zu lange über diese 15-Minuten-Regel. Das ist auch viel zu wenig Zeit für so eine Mission. Ich finde, da könnte man das Limit auch auf 20 Minuten erhöhen, dass man noch Rang A bekommen kann. Aber nein. So. Das alles wegen einem scheiß behinderten Drecksschlüssel. Ich habe noch immer nicht das Herz in Ordnung nicht gefunden. Wo ist denn das? Mir fehlt ja auch immer noch ein Herzteil. Wo könnte das noch sein? Das muss ja auch in einer normalen Schatztruhe wo sein. Aber wisst ihr was, wenn ich jetzt schon mal hier bin, da oben ist jetzt gerade gestanden, dass der Kommandant erschienen ist, dieser Festung. Wenn ich den kille, vielleicht ist da das Herz hier drin, wenn nicht, dann halt da noch unten. Da ist ja auch noch eine Festung übrig. Aber ernsthaft, Leute, ihr müsst doch zugeben, dass das viel zu schwer ist. Wenn man da jetzt nicht mit Ruto auf Stufe was weiß ich wie hoch ist, dann hat man da doch gar keine Chance, das zu schaffen. Nicht mal mit diesem verfickten, blöden Trank. Ja, Tunnelplatz natürlich auch wieder kein Herz. Der leckt mir doch. Das kann man nicht schaffen. Das ist viel zu schwer. Vor allem ist das Zeitlimit einfach viel zu knapp. Bitte, ich habe jetzt nicht mal mehr wirklich 1,5 Minuten Zeit. Ich muss noch Daruni besiegen und dann auch noch Goma. Und so wie ich Goma kenne, wird der wirklich wieder viel zu viel aushalten. Und einfach nicht abkratzen wollen. So, Mann, ich will wenigstens noch mein Herzteil haben. Ja, dann kriege ich halt keinen Herzcontainer drauf geschissen. Es gibt eh kein weiteres Feld mehr, was ich hier noch aufdecken könnte. Ist also eh egal. Ja, sorry, ich kann es nicht ändern. Die Herzcontainer sind mir eh wurscht. Aber wenn ich schon mal hier bin, nehme ich wenigstens noch das Herzteil mit.
Und die Skulltula habe ich zum Glück, auf die ist es mir auch in erster Linie auch angekommen. Also war die Schlacht jetzt ja kein totaler Reinfall, aber trotzdem, ich finde das so scheiße. Da denkt man sich, es reicht, wenn man die Boten eskortiert, nur du brauchst noch einen Schlüssel, der ist auf der anderen Seite der Karte, ist so scheiße. Ja, jetzt ist dieses dumme Tor endlich offen. Und weg mit der Feuerbarriere. So, da Runia, du Hurensohn, jetzt mache ich dich platt. Deinen Dreckskron, versteckst dich da einfach. Und seht mal, der trägt auch schon sein Massenkostüm, der trägt einfach mal die Corona. Ja, du hast auch ein Pech, muss ausgerechnet auf mich treffen. Naja, natürlich. So, komm her. Herr, zeig ein paar Manieren, du hast es hier schließlich mit königlichen Blut zu tun. Alter, wie wenig Schall mache ich da, Hunia? Ich bin Wasser. Ich sage, das ist so übertrieben. Warum sind die alle so scheiße stark? Wie stark soll ich denn hier bitte sein? Stufe 200 oder was? Ich glaube, es hakt. Nochmal, da ist innen. Forstkristallkuchen, gelber Krug. Da ist vielleicht irgendein ganz großer drin oder so. Was? Oder was ist da drin? Ja, ein ganz großer. Dann nochmal Special Move. Hey Leute, das kann ich nicht mehr schaffen. Das ist unmöglich. Wie soll man das schaffen? Da muss man echt Stufe 200 mit Ruto sein. Das ist doch absurd. Vor allem jetzt kann ich die ganze Schlacht ja so oder so nochmal machen, um auch die zweite Skulltula zu bekommen. Und wenn das immer noch auf Ruto beschränkt ist, ist das insofern blöd, weil ich ja nur 4 Herzen Schaden nehmen darf. Und 1200 Kosten muss ich aber schaffen, dass sie wieder erscheint. Ne? Also immer die zweiten goldenen Skulltulas zu bekommen, das war noch nie so einfach. Hier halt auch nicht. So, komm da, Hunet, stirb doch endlich mal. Und hör auf, mit deinem scheiß Hammer alles zu blocken, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich habe den Lichtbogen, der durchdringt sowieso alles. Boah, Alter, ich zieh ihm voll nur so ein kleines Fitzelchen immer ab, ey, der will mich doch verarschen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ja, sie drängen uns zurück! Wer soll hier wie zurückdrängen? Das ist doch jetzt ein schlechter Witz, oder? Man, jetzt stirb doch mal! Stirb endlich! Warum stirbst du nicht? So, und tschüss, Mann. Ja, Zeit für meinen Geimer, der jetzt auch noch ein Riesenmonster bist. Ah, da wenigstens noch Goldmaterial von der Hunia, sein Armbandsohn. Wo erscheint jetzt Goma? Da oben. Ich kann es ja jetzt schon von der Zeit nicht mehr schaffen. Das ist so scheiße. Urbehindert. Naja, was soll's. Ich bin nicht ganz so sauer, ein bisschen sauer bin ich natürlich schon, aber nicht so extrem. Ich muss es positiv sehen, ich habe das Herzchen für Ruto gefunden und ich habe vor allem die goldene Skulptur rechtzeitig erreicht. So, jetzt mache ich Goma noch, ich bin gespannt, wie wenig ich Goma jetzt abziehen werde durch den schwachen Dang. Jetzt bestimmt auch wieder fast gar nichts. Das habe ich ja schon im Gefühl. So, Vorsicht. Also jetzt ist es mir auch scheißegal, wie lange ich noch brauche. Ich mache jetzt sowieso dann Schluss mit dem Part hier. Zack, zack. Was? So, das passt auf. Wie wenig ziehe ich ihm ab? Das bisschen, natürlich! Ey, du bist doch scheiße. Ey, das ist doch so krank! Wieso sind diese Riesenmonster hier so stark? Den hat man doch jetzt hier gekackt. Wieso stirbst du nicht schneller? Mann, ich bin Stufe 75, so schwach ist das auch wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch eine Frechheit. Nee, also da muss ich sagen, das hätten sie auch ein bisschen besser lösen können. Die hätten da nicht so übertreiben braucht mit den mit der Energie der Riesenmonster. Schaut euch das an. Wie lange soll ich denn den Scheiß jetzt machen? Sorry Leute, das werde ich glaube ich noch wegschneiden, dass ich da jetzt so lange brauche. Ich weiß auch nicht. Das ist doch bescheuert. Der Sieg ist unser Link. Boah, Leute, das hat jetzt noch so lange gedauert, das glaubt ihr gar nicht. Ja, das war gefährlich, aber irgendwie haben wir es geschafft. Ja, das ganze Lord sagt diesmal wirklich irgendwie. Thank you.
Boah, da gebt euch das, über 20 Minuten habe ich jetzt für diesen Dreck gebraucht, Rang B. Leck mich doch am Arsch. Hauptsache ich habe die Itemkarte bekommen und das Herzl und die Skulptura, das war am wichtigsten. So, Gornis Schub, ja, alles scheiße, hier braucht kein Schwein. Wenigstens der Runes Armor bekommt, Kronenhelm und so weiter. So, alles nehmen und ein weiteres Bildfragment, nämlich die rechte obere Ecke. Okidoki. Du hast die Itemkarte Gigant erhalten. Ja, Giganten. Von dieser besonderen Itemkarte gibt es nur 4 auf der Terminerkarte. Verwende alle 4 auf dem Erkundungsbildschirm des Uhrturms, um einen versteckten Kartenabschnitt freizulegen. Da habt ihr jetzt nochmal den Beweis, dass ich recht hatte. Weil dann kommt man nämlich noch in ein Gebiet, wo ganz, ganz viele rote Felder sind. Also, glaube ich, alles rote Felder. Und da sind dann halt noch die letzten Kostüme. Und auch noch 8-Bit-Waffe, glaube ich, noch eine oder so. Und logischerweise die finale Schlacht, dass der Mond dann verschwindet und der Timer aufhört. Boah Leute, aber ernsthaft, wenn das jetzt jedes Mal so scheiße wird, dass man hier so übel stark eigentlich sein muss, dass man diese Riesenmonster viel schneller besiegen kann, dann ist das echt zum Kotzen. Aber was will man machen? Auf jeden Fall im nächsten Part werde ich da mal versuchen, naja, was werde ich versuchen? Hier oben? Das sind ja auch wieder keine Feinde sichtbar, ne? Ich muss dann versuchen, mal da links oben die nächste Gigantenmaske zu bekommen. Werd aber dann auch mal versuchen, eventuell die Schlacht dann zu machen oder auch am besten mal diese hier. Die ist halt wieder begrenzt auf Girahim, Armee der Hühner. Ich glaube, die mache ich dann als nächstes, dass ich auch mal den Westen der Karte so ein bisschen aufdecken kann. Also, es tut mir echt leid, dass ich hier ein bisschen lange brauche, aber was soll ich machen? Die Riesenmonster sind einfach viel zu stark, das haben sie echt übertrieben. Also, das finde ich ist echt nicht notwendig, aber naja, kann man nichts machen. Bis zum nächsten Mal bei Hyrule Warriors, Leute. Da muss es hoffentlich wieder etwas besser laufen. Tschüss!